Okay. Good. Nothing scientific behind it. No crazy machines, just basic movements. Barbells, dumbbells. That's it. Jetzt ist hier der letzte Satz zu sehen. Der besteht wieder aus einem Strip-Satz. Also ich kämpfe mich hier durch die 12 Wiederholungen. Das sind 25er Kurzhanteln, die ich hier in der Hand habe. Und dann werfe ich die ab und packe mir die 15er, die schon bereit liegen. Und mit denen führe ich dann weitere mindestens 20 Wiederholungen aus. Auch wieder, egal was es kostet, egal wie anstrengend, vor 20 lege ich die Dinger nicht weg. Und ich kann euch was verraten, das brennt brutal. Aber was ich für mich rausgefunden habe, ist, dass vor allem Schultern ein Muskel sind, den man, um ihn zum Wachsen zu bringen, einfach richtig brennen lassen muss. Also je mehr Schmerz ihr schafft auszuhalten und je länger ihr den Schmerz aushaltet, desto größer werden eure Schultern, das verspreche ich euch. Das gleiche gilt übrigens fürs Beintraining, also für Quadrizeps und Beinbizeps. Die nächste Übung ist dann Kabel seitheben. Hier ist es ganz wichtig, dass man den vollen Bewegungsradius ausschöpft, weil Kabel seitheben ermöglicht es einem, den Bewegungsradius auch zu erschöpfen, den man mit Kurzhanteln nicht trifft. Und das ist der am ganz untersten Punkt, da wo die Hand genau an der Hüfte ist. Weil selbst da bleibt noch Spannung und bei den Kurzhanteln ist da einfach nichts mehr. Also wirklich auch wieder hier konstante Spannung halten. Das Gewicht ist völlige Nebensache und wirklich die Übung von Anfang bis zum Ende, ich sag mal, zu genießen. Hier ist es so, ich mache auch wieder 5 Sätze, 12 Wiederholungen und ich wechsle ab von Arm zu Arm. Also ich mache keine Pause zwischen den Sätzen. Ich gehe einfach immer vom rechten Arm zum linken Arm, zum rechten Arm, zum linken Arm. Mache jeweils 12. Und ja, versuche wieder den Muskel so stark wie möglich zu spüren. Wie gesagt, konstante Spannung, Leute, sehr wichtig. Und Milchsäure brennen. Also ihr müsst da wirklich den Schmerz huldigen. Dann kommen wir zu den hinteren Schultern. Ich liebe diese Maschine. Jeder, der so eine Maschine in seinem Fitnessstudio hat, sollte unbedingt
von der profitieren. Der Vorteil ist eben, dass man die Hände nicht benutzen muss und sich dadurch voll auf die hintere Schulter konzentrieren kann. Hier auch wieder, wie immer, 5 Sätze bis zum Versagen. Die Wiederholungszahl liegt auch so bei ungefähr 12, wobei ich hier immer noch ein paar Teilwiederholungen dranhänge, wie ihr gerade gesehen habt. Und danach geht es zur nächsten Übung. Die ist hintere Schulter am hohen Kabel. Gleiches Prinzip hier, 5 Sätze. Und im Grunde, um die Übung richtig auszuführen, müsst ihr euch einfach nur vorstellen, ihr schwimmt. Also es ist wie Schwimmen. Die Arme sind fest, wie in Gips. Und ihr bewegt die einfach vor und zurück, vor und zurück. Und dabei gilt es darauf zu achten, nicht ins Rudern zu verfallen. Hier jetzt zur letzten Übung, Frontheben am Kabel. Da mache ich nur noch 3 Sätze, weil ich denke, Frontheben ist nicht so eine wichtige Übung. Denn die vorderen Schultern werden ja beim Brusttraining belastet, beim Schulterdrücken belastet und sogar bei Kurzhantel-Curls belastet oder Langhantel-Curls. Und deswegen hier nur 3 Sätze zum Abschluss des Schultertrainings. Ja, 15 Wiederholungen habe ich hier gemacht, auch wieder nach dem Pausensatzprinzip, und das war's. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Das war mein Schultertraining hier aus dem Muskelkater in München-Trudering. Danke an dieser Stelle an die Dani und den Chris, dass ich hier nachts alleine mein Unwesen treiben kann. Und ich liebe euch, Leute. Wie ihr gesehen habt, Intensität ist hoch. Es ist ja mittlerweile wieder Off-Season. Es ist erst 2 Wochen nach dem Wettkampf, also ist meine Kraft noch nicht so, wie wenn ich im Vollfettmodus bin. Und trotzdem tue ich alles. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ein paar Dinge davon mit in euer eigenes Training einbauen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Kurz Werbung in eigener Sache. Was ihr da gesehen habt, ja, war die graue Version der Branded R Cap. Wenn ihr auch eine wollt, dann schreibt mir eine E-Mail an r.xxl@gmx.de und ich kümmere mich um euch. Danke an alle Leute, die mir folgen. Ohne euch
gäbe es keinen Roman. Ohne euch würde es nur halb so viel Spaß machen. Also weiterschauen, bitte teilen, kommentieren, kritisch sein, auch mal sagen, wenn es euch gefällt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Roman. Ciao.